Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich euch was vorstellen wollen würde. Und das fand ich ganz interessant, weil ich finde meinen nicht mehr. Ein USB-C zu Klinke-Adapter. Das ist dieser hier. Und den wollen wir auspacken, ist da nicht. Das ist eine Plastehülle, wo das drin ist. Aber den wollen wir mal testen und uns angucken. Vom Style sieht er auch ganz cool aus. Und ich habe auch zum Testen einmal meine Beyer Dynamics hier mit einem normalen Klinke. Ja, Stereo. Dann habe ich... Oh, wie heißen sie gleich wieder? Ich komme wieder nicht auf den Namen. Epo Dingsbums. Hier, da habe ich jetzt den Kabel dran mit dem Adapter. Also von zwei Klinke auf ein Klinke. Weil so habe ich ihn am PC jetzt dran gehabt. Ich habe aber auch noch ein Kabel, wo ich den Klinke, der kommt in den Kopfhörer rein und der ist dann ein Klinke, wo alles drin ist. Im Prinzip fast das gleiche wie der andere. Bloß da sind drei schwarze Striche, bei dem anderen zwei. Und da wollen wir mal testen, ob das Mikrofon funktioniert bei den beiden Varianten und wie der Klang ist. Klang ist natürlich subjektiv, ist mein persönliches Empfinden. Ja, jeder hat ein anderes Empfinden. Aber ich werde euch das versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben. Na, wir haben auch ein Heftchen wieder mit bei. Das ist aber alles wieder so klein geschrieben. Von Lukuka. Ja. Da brauchen wir jetzt auch nicht in die Unboxing-Ansicht wechseln, weil wir haben hier nur ein Teil. Was ich halt sehr schön finde, ist, dass es durchsichtig ist. Ja doch, wir werden doch vielleicht mal, wenn ich es nicht richtig zeigen kann, in die Unboxing-Ansicht wechseln. Weil den Style von dem finde ich ja nicht mal so schlecht. Weil normalerweise ist es einfach immer nur so ein Adapter, den du unten ranballerst. Von USB-C auf Klinke oder halt auch was mit was zum Hängen ist, so wie der ja auch. Aber ist alles immer ein geschlossenes Teil. Aber hier ist offen. Hier können wir reingucken. Wir fangen mal beim USB-C-Kabel an. In der Hoffnung, dass ihr das vernünftig seht. Also hier oben, da, wenn ihr seht, das schon so ein bisschen. Ja, da kann man reingucken. Da sieht man die Chips, also praktisch die Platine. Genauso ist es natürlich auch hier. Ja, das spiegelt jetzt alles so ein bisschen. Ich hoffe, dass man das so halbwegs sehen kann. Auf der anderen Seite auch. Dass man da so reingucken kann. Ich muss mal nah ranhalten, dann wird es zwar ein bisschen doof, aber... Ja, also der Style ist echt cool. Ja. Und die ganze Zeit kommt er nicht. Jetzt kommt der Kater. Und dann haben wir praktisch hier nur das Logo hier vorne. Und dann haben wir hier ein USB-C. Ja, hoppala. Damit wir das Handy halt trotzdem noch laden können. Oder das Gerät. Und da ist der Klinker. Ob das wirklich so funktioniert mit gleichzeitig laden? Mal gucken. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. So. Ich stecke den jetzt mal hier unten rein. Ach, jetzt leuchtet da hinten. Ach ne, ist die falsche Seite. Ich glaube, es soll nach vorne leuchten. Ja. Also jetzt leuchtet es hier. Jetzt werden wir mal testen. Ich habe auch zur Sicherheit extra ein USB-C-Ladekabel hier. Den werde ich jetzt hier mal anschließen. Es funktioniert. Ich
Schnellladen. Sogar das Schnellladen wird unterstützt. Ich werde mal versuchen, dass ihr das jetzt seht. Ja, also. So, hier steht nämlich auch Schnellladen. Selbst das Schnellladen wird unterstützt. So, die machen wir aber ab jetzt erstmal für den ersten Test. Benutzen wir das erstmal mit normalen Kopfhörern. Dann testen wir die anderen und zum Schluss werden wir nochmal das Gleiche machen mit Ladekabel, um zu gucken, ob es da auch funktioniert. So, ich nehme jetzt erstmal meine Beyerdynamic. Rechts, links, wo ist denn hier rechts, links wieder? Rechts ist hier, links ist da. So. So, den Stöpsel ich jetzt hier einfach unten in den Klinke rein. Und Spielton über USB stand gerade hier. So. Tippen, um zusätzliche Einstellungen zu öffnen. Android zulassen. Dolby Atmos ist aktiviert. Soundeffekte. Also hier bin ich jetzt reingekommen. Also das ist bei jedem Smartphone natürlich anders. Ja, ich habe es jetzt hab gesagt hier USB-C. Virtueller immersiver Sound 5.1 machen wir auch mal an. Ich mache mal alles an hier. Kopfhörer, Fernbedienungstasten, Lautstärke steuern. Musikwiedergabe steuern. Nee, Lautstärke reicht mir aus. Tasten zuweisen kann ich auch noch. Das sieht dann so aus. Da könnte man dann auch nur die Tasten, weil der erkennt es jetzt als USB-Headset an. So, und dann werden wir das mal testen. Ich gehe auf Spotify und nehme so wie immer Nemesis. Nemesis, da haben wir sie doch. So. Also ich habe Sound. Achso, war laut, leise mein Handy. Also es hört sich gut an. Es hört sich wirklich gut an. Wir machen jetzt auch gleich mal. Brauchen ja nicht 20 Durchläufe. Wir können ja gleich hier mittesten. So. Und jetzt schließe ich den Stromkabel mit an. So, jetzt lädt er. Der Sound ist aus. Ich muss hier nochmal Tastensperre rausmachen. Mache wieder an. Also das funktioniert nicht. Dauert ein bisschen, bis er umspringt. Jetzt habe ich USB-C noch mal rausgemacht und wieder reingemacht. Der geht automatisch aus, weil er mir denn die Ladeanzeige zeigt. Okay, dann hat sich das erledigt. Aufladen und gleichzeitig hören funktioniert nicht. So, jetzt sind wir hier wieder an. Wenn ich jetzt rausziehe, läuft er trotzdem noch weiter? Ja. Also er erkennt nicht, dass ich den Kopfhörer rausziehe. Und der Sound ist gut. Der Sound ist wirklich gut. So, jetzt nehmen wir einfach mal diese Kopfhörer hier.
Nein, Kater, du jetzt nicht. Nein, du jetzt nicht. So, die habe ich nämlich so gemacht, damit sie mit dem zwei mit dem hier funktionieren am PC. Oh, mein Akku. Wieso gehen die Akkus jetzt immer so schnell leer? Moment, ich muss mal schnell Akku tauschen. So, weil mit dem der Standard dran war, mit dem dreipoligen hier, also mit den drei Strichen am Klinkekabel. Ich soll da wieder nicht einpegeln, wartet. So halbwegs. Da will mein PC nicht so richtig klarkommen mit. Deswegen habe ich den abgemacht. So. Ich mache mir auch mal das Headset hier runter. Nee, Kater, ist nichts zum Spielen. So. Weil das benutzt Josie, wenn wir Mario Kart spielen. An einer Konsole. So. Ist doch gut. Ist doch gut. Also es funktioniert sehr gut, auch mit dem. Die sind jetzt nicht so basslastig wie die Beyer Dynamics. Hier ist der Sound ein bisschen klarer. So, aber jetzt testen wir mal noch schnell was anderes. Mensch, Katerchen, rüber hier. Ist nicht zum Spielen. Jetzt testen wir aber mal noch Record. Ich nehme mal was Neues auf. So. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, das nennen wir einfach mal Test 1. Und das mache ich jetzt einfach mal so, dass ihr das mithören könnt. Da mache ich jetzt mal das ab. Test 1. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Also Mikrofon geht. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, ob es das Mikrofon vom Dings war oder... Weil das Kratzen mir ein bisschen zu leise sich angehört hat. Ich werde es nochmal testen. So, und lege, weil der Kabel ist ja lang genug. Ja. Ich lege das Handy jetzt hier einfach mal bei euch da in die Ecke und mache jetzt noch eine Aufnahme. So, jetzt habe ich noch mal eine Aufnahme gemacht. So. Das nehmen wir jetzt Test 2. Test 2. So, hören wir uns das an. So, jetzt habe ich noch mal eine Aufnahme Ja, gemacht. definitiv, man hört es, dass es weiter weg ist. Da ich reingepustet. Gut. Okay, also in der Konstellation mit dem Kabel wird das Mikrofon nicht unterstützt. Es ist auch alles angeschlossen, aber wir haben ja noch ein Kabel. Wir geben ja nicht auf. Es ist ja auch nur ein USB-C-Kopfhöreradapter. Aber... Man muss es ja testen, ob es vielleicht funktioniert, weil es ja USB-C. Nee, 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 du jetzt nicht, Kater. So, wir machen das hier rein. Na, da. Und rum, damit er zu ist. Dann stecken wir den dreipoligen hier rein. Und auch den wieder ins Handy.
Ich glaube, ich lasse das mit dem Handy jetzt mal so ein bisschen weiter weg von mir. Wie gesagt, das liegt hier bei euch, ja, am anderen Ende vom Tisch. Und jetzt nehmen wir mal hier eine Mikrofonprobe. Test. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macht man sonst nicht. Aber wir müssen es ja machen, um es zu testen. So, dann nehmen wir jetzt Test 3. 3. Und jetzt spielen wir Test 3 mal ab. Test. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ist wieder 8, mit 9, Echo. 10. Gut, also da können wir schon mal sagen, dass das nicht funktioniert, das Mikrofon. Ist aber auch nicht Sinn und Zweck von dem ganzen Gerät. Aber man muss es ja mal mittesten. So, jetzt nehme ich die nochmal. Und wir gehen nochmal in Spotify rein und machen mal Nemesis weiter. Weil ich habe ja jetzt den anderen Kabel dran und möchte mal hören, ob da vielleicht ein kleiner Unterschied ist. Ist leiser. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Wartet mal, ich muss da noch mal was ändern. Ich muss das noch mal zurückbauen. Und wieder ist es jetzt, weil es, nee, ist noch das gleiche Lied. Aber irgendwie hört sich's anders an, obwohl ich nur andere Kabel habe. Nur die Kabel getauscht. Das hört sich definitiv anders an. Also es ist das gleiche Headset, aber zwei verschiedene Kabel. Also vom gleichen Headset die Kabel. Einmal mit dem Dreipolien, einmal mit normalen, wo ich dann hier einen Y-Adapter ran gemacht habe. Mit dem Adapter denn ist ein bisschen mehr basslastig drin. Hier ist es etwas leiser. Also die passenden Kopfhörer können natürlich viel ausmachen, logischerweise. Es hört sich trotzdem noch gut an. Also, da muss ich aber auch so sagen, auf dem Beyerdynamics hört sich es besser an. Und hier merke ich halt einen Unterschied. Also, es ist kein extrem großer Unterschied, also nicht falsch verstehen. Aber ich höre einen Unterschied zwischen den Kabeln. Also ob ich jetzt hier mit einem Y-Verteiler arbeite oder halt einen, und dann halt hier praktisch hier unten nur zwei schwarze Striche dran habe, um euch das vielleicht mal ein bisschen einfacher zu erklären. Und an dem anderen Klinke halt hier drei schwarze Striche habe. Es hört sich mit dem etwas leiser an und etwas weniger Bass ist drin. Es hört sich auch gut an, aber man hört nur durch einen anderen Kabel schon leichte Unterschiede. Ja? Also das ist mir aufgefallen. Ich kann mit dem Teil auch laden. Also ich kann das dran lassen und kann dann mein Handy laden mit dem USB-C, der hier an der Seite dran ist. Aber Laden mit USB-C und Kopfhörer gleichzeitig funktioniert nicht. Wenn ihr Kopfhörer dran habt und laden wollt, geht sofort der Kopfhörer aus und das interne wird angeschalten, aber es lädt und es lädt schnell. Es hat die Schnellladefunktion mit drin. Also praktisch, ich habe hier so ein Schnellladekabel, ja,
Und der unterstützt das Schnellladen. Und wird halt nicht gedrosselt. Das ist vielleicht auch noch für den einen oder anderen wichtig. Der Kabel, also das Stück Kabel, was wir hier von dem runden bis hier oben haben, ist hier sleeved. Ist auch hier unten schön gut drin. Ja. Und ich finde das Design. Wir haben goldene Kontakte, wir haben hier durchsichtig. Ich werde mal noch mal gucken, damit ihr die Typefix sehen könnt. Mensch, ey. Ja, jetzt, oder? Ja, vielleicht nicht ganz so nah, so genau. So, hier könnt ihr nämlich noch sehen, dass man da durchgucken kann. Aber wenn ich das jetzt drehe, da ist dann halt spiegelig, aber ein bisschen könnt ihr erkennen. Ein bisschen, das ist halt dunkleres Glas. Achso, so könnt ihr sehen. Da seht ihr so ein bisschen Kontakte, Platten, die Platine und alles. Und da ist halt praktisch der USB-C. Und da ist der Klinker. Hier ist die Werbung und das ist hier der vergoldete USB-C. Und da ist auch eine LED mit drin, um zu zeigen, dass er angeschlossen ist. Also sobald ihr den anschließt, leuchtet er dann. Funktioniert tadellos. Kann ich mich echt nicht beschweren. Ist super. Ich denke mal, das geht auch am PC, dass man das denn, weil ist ja ein Chip drin, dass der dann halt daraus, dass das vielleicht wie eine kleine Soundkarte funktioniert. Das werde ich vielleicht später mal versuchen, aber es ist ja eigentlich nicht für den PC gedacht. Es ist ja für Smartphones gedacht und dass es halt ein USB-C-Klinkenadapter ist. Entschuldigung. Dafür ist es eigentlich gedacht und den Zweck erfüllt es wirklich gut. Wirklich gut. Mit den Biodynamics habe ich einen super Sound. Also das ist von beiden, die ich gerade getestet habe, der beste Sound ist mit den Biodynamics. Kann ich mich nicht beschweren. Erfüllt. Klare Empfehlung von mir. Ich packe euch das natürlich in die Videobeschreibung. Wenn ihr da noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.